So, und auf geht's weiter. Wir sind immer noch in der vorletzten Mission. Praktisch schon fast auf der Zielgeraden, aber nur fast. Hey, Hendrik soll erstmal voll einfahren lassen. Ich habe das gehört und gesehen. Die Stinkwolke war ja auch nicht zu übersehen. Was ist denn das da? Das ist praktisch Taylor, dem wir hinterher müssen, oder wie? Ich sehe hier gerade nicht durch. Es passiert so viel auf einmal und ich muss ständig aufstoßen. Tut mir leid, ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich weiß selbst wenn, jetzt habe ich es gesagt, jetzt achten alle drauf. Ich will eine neue Waffe. Die hat zu wenig Wumms. Ja, die hat definitiv mehr Wumms. Da kann ich mich nicht beschweren, aber... Habe ich schon erwähnt, dass mich das nervt, dass ich nicht zwei Waffen tragen kann? Alter! Ey, wie gemein. Und dann so einer, wo ich auch nichts machen kann. Wenn ich ihn töte, explodiert er und er tötet mich. Sehr nett schon wieder von dem Spiel. Sehr nett. Hendrix hat uns rausgeholt. Ja, ich weiß, das kennen wir schon. Das haben wir schon gesehen. Los, schneller. Passiert ja hier eh nicht viel, außer gleich Hendrix Mörderpups. Dann gehe ich nämlich schon mal zur Kiste. Kiste, Kiste, Kiste. Schneller, bevor hier... Wie, hier kommt wieder der Granatwerfer. Das kann doch nicht sein. Nein! Wieso weg? Oder geht ihr alle weg am besten? Wie soll ich denn hier mir mal eine Waffe rausholen? Oh nein, auch noch so einer. Da. Explodiere. Danke. Hey, du lässt eine Waffe da. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die haben will. Nee, das ist ja so eine komische Beutelschutzpistole. Ich weiß es nicht, aber... Ich mag die nicht. Ich mag sie, da ich die Wumms haben, aber ich mag sie nicht. Stirb! Wow! Wieso kam jetzt dieser Leck-Zombie nicht? Oder habe ich den aus Versehen vorher schon getötet? Nee, ich töte aus Versehen keine Zombies. Sowas passiert mir nicht. Mir passiert alles, aber nicht sowas. Jo! Kann man machen. Alter, was ist denn jetzt los? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt habe ich wieder eine Waffe, jetzt sterbe ich. Ist logisch. Wie sollte es auch anders laufen? Hallo? Alter, ne. Jetzt fick dich hier. Zack, zack. Zack, zack. Fortschritt wurde gespeichert. Yeah. Wir sind wieder ein paar Meter weiter. Yeah. Ich freue mich immer über jeden Fortschritt, der gespeichert wird, weil das immer bedeutet, wir sind einen Schritt vorangekommen. Etwas, was wir nicht mehr wiederholen müssen, wenn wir gestorben sind. Wieso hat er das nicht aufgenommen? Also manchmal verstehe ich das nicht. Es kann doch jetzt nicht in dem Moment, wo ich durchgelaufen bin, weggedroppt sein. Ja, kann es wahrscheinlich schon. Ich habe es ja gerade gesehen. Das ist aber nicht vernünftig. Ich hasse diese Dinger. Munition aufnehmen, bitte. Hey, wieso ist da keine Granate drin? Oh, weil so eine Aufstockung ist. Wahrscheinlich. Hä? Und vor allen Dingen ist das gerade eine andere Waffe. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Das ist einer meiner Lieblingswaffen, aber... What? Yeah! Totenschädel! Und es ist niemand hier! Fuck you! Fick dich, Donner! Leck mich doch am Sack! Du Arsch, du kannst mir gar nicht! Du bist nur Gottes Kack! Yeah! Gottes Kack, verfluchte Pisse! Mein... Nein... Wie, und jetzt stehen wir... Ich frag mich aber auch denn, wo hatte ich denn die Waffe her? Ich will die wieder. Geh weg. Stress nicht. Lass mich in Ruhe. Du bist nämlich nicht meine Mami. Nein, du bist nämlich nicht meine Mami. Du bist überhaupt nicht meine Mami. Ihr seid alles nicht meine Mami. Merkwürdigerweise habe ich eigentlich gerade genau dasselbe gemacht wie vorhin und habe diese Waffe nicht. Also hat wahrscheinlich vorhin jemand das gedroppt und ich habe einfach nur Glück gehabt. Mist. Weil das wiederum bedeutet, dass ich jetzt kein Glück habe. Bist du schon wieder da durchgelaufen? Nix. Raff ich nicht. Geh weg.
Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh auch weg. Gucken hier nicht, dass man hinter mir kommt. Die sind gerade einfach. Kann ich Munition sparen. Und so tun, als wäre es cool und hätte es voll drauf. Nicht. Man muss auch über sich selber lachen können. Anders funktioniert die Welt nicht. Hacken. Ich muss hier was hacken. Okay. Wird erledigt. Hack, hack, hack. Hack, 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 die Hack. Ja, wir sind hier bei den Hacks. Ich muss zugeben, diese Gespräche. Mit dir zu reden war eine interessante Reise. Immer noch wehrst du dich gegen die Unterwerfung. Ich habe noch nie einen Menschen wie dich gekannt. Du bist einzigartig. Mittlerweile wusstest du, dass ich dich gehörte. Dass ich auf dich wartete. Ich brauchte Hendrix nicht. Er war uninteressant. Ich gab ihm eine Ablenkung. Du folgtest mir. Wie fühlt es sich an, ihn ein letztes Mal zu sehen? Gerade ist er noch bei dir. Wir wissen, was dann geschah. Ich verließ Kairo. Ich muss nach Zir. Es war höchste Zeit. Aber etwas. Du hattest meine volle Aufmerksamkeit. Dein Widerstand. Deine Weigerung. Die Hauptsache. Ich wollte genau wissen, was in dir steckt. Die einzige Möglichkeit, es auszuschalten, war die Schubdüsen zu zerstören. Ich brauchte etwas Mächtigeres. Und du hast mir alles entgegengeworfen, was du hattest. Aber das heißt, ich kann das mit einem Granatwerfer machen oder was? Funktioniert doch so auch ganz gut. Nicht. Okay. Versuchen wir einen Granatwerfer. An die Mission erinnere ich mich sogar auch. Mir fällt doch gerade auf, dass wir jetzt in dem letzten Stück einiges zusammenwerfen. Während das vorher wirklich Mission an Mission war, ist das jetzt nicht mehr so der Fall. Kriege ich denn jetzt einen Granatwerfer her? Gut, nehmen wir da den so lange. Aber nur, bis wir den anderen haben. Schießen Sie auf die... Wollen wir mal irgendwo in Deckung gehen? Wenigstens gut. Ist das jetzt kaputt? Naja, und ich jetzt halber stock die Munition auf. Hallo? Ah! Ey, ich wollte gerade sagen, ich höre ein Geräusch, aber ich sehe ihn nicht. Du hattest meine volle Aufmerksamkeit. Dein Widerstand. Deine Weigerung. Widerstand ist zwecklos. Ich wollte genau wissen, was in dir steckt. Ach, lass mir in Ruhe. Ein Mutterschiff. Die einzige Möglichkeit ist auszuschalten. Ey, immer fluffig bleiben. Da haben wir auch. Ich brauchte etwas Mächtigeres. Oh, das ist sogar was anderes. Was ist denn das? Geworfen, was du hattest. Ob das auch funktioniert? Jo, ich glaube schon. Out. Doch, doch, das funktioniert auch. Cool. So. Jetzt kommen hier wieder die... Wie soll ich das denn auch... Oh, ich muss raus dann. Ich muss einfach raus. Ich will wieder das andere Dingens da. Wo war das? Da vorne, geradezu. Glaube ich hier. Ja, ja, hier, hier, genau. Da, 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 da. Gib! Ein Mutterschiff. Die einzige Möglichkeit, es auszuschalten, war die Schubdüsen zu zerstören. Ich brauchte etwas. Geh kaputt! Und du hast mir alles entgegengebracht, was du hattest. So, da haben wir nämlich schon zwei kaputt. Und jetzt nehme ich das Ding nämlich auch, um das andere kaputt zu machen. Jetzt kommen ja wieder die bösen Bälle. Ah. Fickt euch, Scheißbälle.
Juhu! Ich brauche jetzt unbedingt Munition. Alter! Schieß doch nicht in mein Haus, das ist mein Zuhause. Arschloch. Na, komm schon. Ja, er ist gleich kaputt. Nochmal Munition nehmen und weg. Ah, okay. Das Mutterschiff stürzte ab und ich saß auf dem Dach. Ich saß dort in der Falle. Ich rief laut, aber es war niemand da. Ich hatte meine Neugier überwunden. Und jetzt hast du nur noch gestört. Ich brauchte keine Ablenkung mehr. Es war an der Zeit. Und Taylor war das perfekte Werkzeug für meinen. Du hast deine Hand gehoben. Wolltest ihn aufhalten und mit ihm diskutieren. Aber etwas ist geschehen. Er hatte sich verändert. Was hat er gesagt? Er sagte, er müsse dich aus seinem Kopf bekommen. Er riss sich das DNI raus. Das Mittel, durch das du uns kontrolliert hast. Was hat er zu dir gesagt? Er fragte mich nach Kane. Irgendwie wusste er, wer sie war. Er sagte, ich solle ihr vertrauen. Keine Ahnung, wie er das wissen konnte. Und dann trat meine Marionette ein. Hendrix, er war infiziert. Wie Taylor. Wie ich. Es passierte vor 5 Jahren bei Coalescence in Singapur, als er auf Diaz zugegriffen hat. Ich hätte es sehen müssen, hätte es wissen müssen. Du hast ihn von Anfang an besessen. Ihr Menschen und eure Anfänge und Enden. Kein Wunder, dass ihr euch selbst zerstört. Also gab ich dir dein Ende. Ich ließ dich zum Sterben zurück. Hendrix sollte mein Werkzeug der Vernichtung sein. Dem Tod wieder einmal zu entgehen. Sie ließ dich nicht sterben. Du musst müde gewesen sein. Müde des Kämpfens, des Weglaufens, des Lebens. Wie ist das, dem Tod zu entrinnen, wenn du dich danach sehnst? Was hat sie dir denn gesagt? Tu, was er verlangt. Gib Deimos, was er will. Vertrau mir. Alles wird wieder gut. Dass wir nach Zürich gehen, um Hendrix aufzuhalten. Um dich aufzuhalten. Um es zu beenden. Die Zeit der Menschheit ist vorüber. Die Toten werden die Erde erben. Mit meiner Armee besiege ich Dolas. Das Malum ist bald mein. Alles, was bleibt, ist dein Opfer. Ein Opfer des Blutes. Folge dem Pfad, erlebe deine letzten Momente neu und gib dein Schicksal für ein größeres auf. Dein Widerstand war stark, aber es war nur eine Frage der Zeit, bis du dich vor mir verneigen würdest, wie auch der Rest deiner Spezies. Kehren wir fürs Finale nach Zürich zurück. Ich bekomme meinen Krieg. Und du bist Zeuge des Endes der Menschheit. Frage ist immer noch, was ist denn Deimos? Ich habe kurzzeitig gedacht, ein Virusprogramm, aber So, und ich sehe gerade, wir sind in der letzten Mission. Endspurt, Leute. Jetzt sind wir wirklich auf dem Endspurt. Mit Hendrix als Transportmittel stürmte ich zu Coalescence und hinterließ das reinste Chaos. Zürich war eine der wenigen verbliebenen Städte.
mit meiner Armee der Untoten und den Roboter-Sicherheitskräften vernichtete ich sie innerhalb weniger Stunden. Ich musste dich von deinem Schutzengel Kane trennen. Ich hatte keine Kontrolle über sie. Und sie hat meinen Einfluss auf dich geschwächt. Aber das kam später. Ich hatte das Koalis ins Hauptquartier eingenommen und mit einer undurchdringlichen Armada umstellt. Nur du fehltest noch. Ich habe gewartet. Ich war immer noch in deinem Kopf. Konnte aber nicht die Kontrolle übernehmen. Ich musste es schaffen, bevor ich das Portal öffnen würde. Aber vorher musstest du durch meine untoten Armee. Schon wieder voll ein, von uns getötet. Ist nichts passiert, aber ja gut. Vielleicht kann ich seine Waffe nehmen. Ich brauche eine andere Waffe. Habe ich ja nicht mit Absicht gemacht. Die Namen droppen immer so spät auf. Das ist dann immer voll doof. So, Endspurt, Leute. Endspurt. Keine Ahnung, wie viele Folgen ich hier verbrauchen werde. Ich hoffe nicht so viele. Aber es ist die letzte Mission. Es kann jetzt nicht mehr lange dauern. Cool. So, und dann sind wir hier auch schon mittendrin. Nein. Nein. Geht weg! Ja, es war so klar, ne? Diese kack explodierende Zombie. So, weiter geht's. Na, gehst du weg. Das andere. Autsch. Nein. Aber ich kriege immer schon so Panik, ne, wenn ich dann sehe, dass das festhängt. Ah, fuck, Mann, ich wollte... Ich dachte mir gerade, das läuft so gut. Was habe ich jetzt davon? Aua! Aua! Hat das hier drin gerade gespeichert? Die Stadtsysteme drehten total nee. Durch. Ja, stimmt, Fahrzeug, auf jeden. Züge, Strom, alles, was am Netz hing, stand dir jetzt als Waffe zur Verfügung. Moment mal. Lass mich mal hier durch. Ich finde es interessant, dass das hier manchmal dann auch anhält. Auf dem Dingsmodus. Viel zu doll. Hier. Friss irgendwas. Was auch immer es darstellen soll. Alter, wie viele das auch sind. Habe ich noch keinen Ort, wo ich hingehen kann? Welche Koordination, Alter? Nämlich gar keine. Nein! Nein! Fick dich! Die Stadtsysteme drehten total durch. Fahrzeuge, Züge, Strom, alles, was am Netz hing, stand dir jetzt als Waffe zur Verfügung. Na, 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 na. Oh, oh, was ist das? Ist das besser als vorher? Hier, mach auf da. Ich weiß zwar gerade nicht, wo der Feind ist, aber. Ja, sehen wir die nicht mehr. Nein! Ich bin zu jung zum Sterben. La, 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 la. Ich bin zu jung zum Sterben, lass mich doch in Ruhe. Ich bin zu jung zum Sterben, geh doch einfach weg.
machen wir ohne Ver- Und die springen natürlich auch genau auf die anderen dazu. Es ist manchmal so furchtbar. Hört das auch nochmal wieder auf? Oder verpasse ich nur da vorne gerade irgendwas? Ach, ich sehe schon, ja. Ich glaube, ich verpasse da auch was. Ziel. Ja, das ist jetzt die Frage. Muss ich die anderen noch töten oder spawnen die mal wieder? Ich werde da eh manchmal nicht raus schlau. Ich springe da jetzt einfach hoch. Der Rest kann mich mal. Alter! Hilfe! Oh ja, an die Map erinnere ich mich auch noch. Hier war ich auch schon mal. Oh, nicht mit Zombies! Bumm. Das sah gut aus. Entschuldigung. Munitionsaufstockung. Kann nie verkehrt sein. Wo sind denn alle? Ist das doch... Hä? Ist das überhaupt die Map, die ich meine? Oder ist das doch eine andere? Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, hier schon mal gewesen zu sein. Aber hey, wir spielen Call of Duty. Jede Map ist gleich. Nein, das war gemein. Aber es gibt ja dann auch oft Ähnlichkeiten, gerade im Multiplayer. Da, ich will das da. Wäre ich doch bloß weggegangen. Ich renne in meine eigene Granate. Was bin ich eigentlich für ein Bleppo? Tja. So wie immer halt. Oh, jetzt kommen auch alle von da unten. Ey, explodier doch mal. Was ist denn das für eine Pisswaffe, ne? Ich halte. Ja. Ach, fick dich. Ich mach kurz Pause, beende jetzt erstmal die Folge. Hol kurz Luft und dann starten wir die nächste Folge. Ich brauch das kurz. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und wir haben es bald geschafft, Leute. Macht's gut.